So, im schönen, verregneten, regnerischen Sassau begrüße ich dich im Badehaus und sag hallo und herzlich willkommen zurück zu Kingdom Come Deliverance. Und wenn wir schon mal hier sind, wir haben ja hier noch was, Fertigkeiten, Werte, Vitalität zum Bleistift. Können wir neu machen, gesunde Ernährung, was ist das? Wenn du die 5 Tage in Folge nicht überfrisst und auch nicht hungrig wirst, hältst du einen Punkt auf Vitalität und Agilität. Sehr schön, robust. Du kannst deine leeren Magen selbst mit der Verdauung vergiftetes Essen füllen, ohne Schaden zu nehmen. Allerdings spürst du auch keinerlei positive Auswirkungen. Gilt nicht für einen Alk-Berserker. Sobald deine Gesundheit auf ein Minimum abfällt, wirst du zum Berserker und deine Ausdauer regeneriert sich 4-mal schneller. Blutrausch. Nachdem du den ersten Gegner geschlagen hast, sind deine Angriffe für eine Weile wirkungsvoll und deine Ausdauer regeneriert sich schneller. Das ist natürlich geil, ne? Weil ich ja doch sowieso... Wenn du dich 5 Tage in Folge nicht überfrisst... da müssten wir jetzt eigentlich... Es ist schwierig, ich weiß nämlich jetzt gar nicht... ich gehe jetzt mal kurz hier rein. Ich möchte nämlich mal kurz die Trophäen. Hardcore-Modus, oh ja. Schlafe 2 Tage, blablabla. Entschuldige, dass ich jetzt hier rein muss. Schließ alle Quests ab. Alter, was ist das? Töte niemanden in der Hauptgeschichte. Alter, willst du mich verarschen? So, erreiche maximale Stufe, okay, führe. Sammle Kräuter. So, rette Teresa vor den Kumanen. Nein, das haben wir nicht geschafft. So, was haben wir hier? Rette Rotschopf von den Banditen haben wir auch nicht. Töte Wicht. Werde Mönch. Was ist hier los? Finde heraus, wer da ein richtiger... Ach du Gott. Spoiler-Alarm, Freunde. Sie läuft die Aufgabe der Questbelagerung ab. Okay. Gott, oh Gott. Heile alle Kranken in Meroyet. Versteckte Trophäe. Entschuldigung, dass ich das jetzt hier alles... Werbe Herrin Stefanie. Das kann auch noch witzig werden. Hintergehen wir Freunde Quest. Eieiei. Entschuldigung, dass ich hier spoiler. Aber ich glaube, wir hatten hier... Bleibe keusch und schließe das ganze Spiel als Jungfrau ab. Alles klar. Der Zug ist auch schon abgefahren. So. So, Entschuldigung, wir machen hier weiter. Okay. Ist natürlich jetzt schwierig, ne? Fuck, wieder zurück. Die Info hauen wir mal weg. Dann gehen wir zum Spieler rüber. Agilität, gesunde Ernährung, was war das nochmal? Komm, wir nehmen das. Freunde, wir nehmen das. Sehr schön. Ups. Wie gesagt, ich habe es in der letzten Folge schon erwähnt. Wir wollen doch Alchemie. Kennst dich aus. Hexer. Tränke füllen deinen Magen. Deswegen du öfter eine größere Menge Tränke zu dir nehmen kannst, okay. Ja, ist ganz lustig. Geräucherte oder gekochte Lebensmittel in deinem Inventar sind länger haltbar. Die Wirkung von Heiltränken erhöht sich um 50%, aber dafür berauschen sie dich auch. Je stärker die Heilungswirkung. Ja, ist alles. Ganz nett, ne? Hexe. Komm, wir nehmen es mal an. Wir sind ja hier auch noch. Ziemlich am Anfang. Ich weiß nicht, wie lange das hier noch geht. Freunde der Sonne. So, was machen wir heute? Wie viel Uhr haben wir denn? Wir könnten theoretisch... Ich guck mal, denn es ist ja auch schon ziemlich spät. Weißt du, was wir heute machen?
Wir gehen ins Bett, beziehungsweise wir gehen Richtung unserem Bett und dann werden wir heute, da jetzt ja auch schon dunkel wird, werden wir heute ein bisschen lesen. Und zwar nur, erst einmal, dass wir die dann auch weg haben, nur unsere kompletten Rezepte, die wir bisher gefunden haben. Ja, machen wir heute, wie gesagt, dann eine kleine, aber feine Lesestunde. Ah, oder wir spielen hier eine Runde Würfel. Ist natürlich auch nicht verkehrt. Grüße dich, mein Freund. Lust auf ein oder zwei Spielchen? Na, wir schauen gar nicht so schlecht aus. Für 20 Dinge können wir das schon mal machen. So, den werden wir sowieso mal gleich sehen, lang. Wem die Glücksgöttin hold ist. Ja, schauen wir mal. Hui, hui, hui. Hui, hui. Ich würde ja gern durchgehend eigentlich mit der Ritterrüstung rumrennen. Erstens ist sie zu schwer und zweitens können wir da, glaube ich, auch nicht so viel mitnehmen. So, weißt du was, wir machen jetzt mal Safety First. Das war's. Hm? Alter! Hoffentlich verkackt der gute Mann. Shit. Ah, jetzt hört er auf. Jetzt du. Bei 1100 wird's dann Arzt, hol mich. Ach, verdammt. Alter. Okay. Wir setzen ihn wieder unter Druck, obwohl er halt nachwürfeln kann. Alter, willst du mich verarschen? Boah. Aber jetzt wird's was. Jetzt brauchen so wir noch ein Pech. Ich wollte schon sagen, jetzt brauchen wir doch ein bisschen Glück. Jetzt können wir davon ziehen fürs Erste. Ja, schaut aber nicht so gut aus. Müssen wir es dann abwägen. Einmal machen wir noch. Danach hören wir jetzt auf, falls wir treffen sollten. Ui, ach. Schaut immer am Anfang erst zu wild aus, ne? Das war's. Heilige Scheiße. So, jetzt natürlich unsere Chance, davon zu ziehen. Einmal machen wir noch. Sehr schön. Jetzt hat er natürlich Druck. Jetzt muss er natürlich Vollgas geben. Und er gibt Vollgas. Allerdings nimmt er nur eine 1. Er muss jetzt eigentlich durchspielen, ne? Weil er weiß, dass ich 300 eigentlich machbar ist. Kein Glück heute. Ja, und das wird es vielleicht jetzt auch gewesen sein. Matchball für mich. Ja, gewonnen. Nice. Sehr schön. Ja! Wieso habe ich nicht aufgehört, als ich vorn lag? Tja, das ist eine gute Frage, mein Freund. Trotzdem, Dankeschön. Für die 20 Groschen. Bürger, lass Dietrich, komm, schleich dich. So, weißt du, was wir jetzt machen? Wir gehen mal rein. Öffnen unsere Truhe. Der heilige Adelbert. Wer braucht Schlüssel? Wildschweinleder, kennst dich aus.
Die haben so viel Mist, ne? Warte mal. Wir haben so viele doppelt, ne? Also wieso haben wir so viele doppelt? So, Wir nehmen den Schnaps nehmen wir auf jeden Fall, Schützentrank nehmen wir natürlich, Trank der Baden nehmen wir auch, das singt er schön, Nachtfeige nehmen, Verdauungstränkler nehmen, Wasser der Lette nehmen. Sehr schön. So, nehmen wir das mal hier alles mit, gepflegt. Gibt es hier ein Ding, wo wir uns gemütlich hinhocken können? Verzeiht mir. So. Wir öffnen unser Inventar, sonstiges. Rezept für Aqua Vitalis. Ich habe ein neues Rezept entdeckt. Aqua Vitalis. Ah, okay. Ah, okay. Rezept für Bockbluttrank. Okay, Aesop. Flugsalbe. Gegenmittel. So. So, Hahnenschreitrank. Lazarus Elixier. So, Puppenmachertrank haben wir auch. Schlaftrunk. Rezept kenne ich bereits. Okay, Rezept für Schnaps. So, Trank der Baden, Trank des Nachtfeigen. Machen wir hier nochmal zack, zack, zack. Verdauungstrank. Wassertoilette. Sehr schön. Ah, haben wir das doch. Sehr schön. Schlaftrunk. Und können wir das eigentlich... So lassen eigentlich, ne? Den Rest können wir eigentlich hier tatsächlich so lassen. So... Wir stehen mal auf wieder. Ich dachte, wir können jetzt hier wirklich lesen, ne? Aber okay. Dann öffnen. Gehen wir hier nochmal ins Inventar rein. Rezept für Schlaftrunk, dann gehen wir hier ins Gefunden mal rein.
So, ich weiß nicht, sollen wir das mal hier... Wir könnten eigentlich mal bis zum Wenzel alles nehmen. Das Königreich Böhmen. Das Leben im Wirtshaus lassen wir nochmal. Der heilige Adelbert nehmen, der heilige Prokop und der heilige Wenzel nehmen wir natürlich auch noch mit. Ja. Dann gehen wir tatsächlich nochmal hier rüber. Lesen nochmal eine Runde. Diesmal lesen wir jetzt richtig. So, dann Inventar. So, Böhmens sündhafte Moral. Wir lesen es durch. Böhmens sündhafte Moral. Die Tschechen haben aufgehört, ihren guten Ruf zu wahren und gaben sich nun sündig hedonistischen Freuden hin. Die Alten unter ihnen stopfen sich voll wie Schweine und sitzen nur noch träge in ihren Häusern herum, während die Jungen mit Hunden auf die Jagd gehen. Die Adeligen haben jetzt was begonnen, was früher nur unter Dienervölker schicklich war. Wo einst die Hochwohlgeborenen ihre Häuser sauber und ordentlich hielten, liegen jetzt Hunde. Früher haben die Adeligen das Jagen den Jägern überlassen. Doch jetzt haben sie auch diese unwürdigen Kunst verschrieben, als hätten sie ihr eigenes Blut vergessen. Einst saßen sie an Tischen und kümmerten sich um Angelegenheiten des Landes, wobei sie versuchten, Frieden und Wohlstand zu wahren. Heute teilen sie ihr Haus mit einem Jagdhund und sehen Unterhaltungen über Hunde und die Jagd als ehrenhafte Zeitvertreib an. Doch ihr Reichtum wird schwinden und bald werden sie im Gestank ihrer Hunde verenden. In alten Zeiten, als sie den Krieg zogen, behaupten sie nicht ihr eigenes Land, sondern nur den Feind. Doch was ist heute? Wenn sie an einem Feldzug teilnehmen, plündern sie zuerst ihr eigenes Land. Einst haben sie es nicht gewagt, das Eigentum der Heiligen Mutter Kirche anzurühren und es zu Recht verehrt. Heute schenken sie nicht davor zurück, Kirchen und Klöster zu plündern. Ehrlos kehren sie dann vom Kampf zurück und nachdem sie junge Mägde missbraucht und jeden letzten Tropfen Wett getrunken haben, betreten sie ihre Häuser wie betrunkene Bestien und begehen weiteres Unrecht. Diese ehemals stolzen Tschechen besitzen keinen Hauch von Ehre mehr. Und es wird eine Zeit kommen, in dem sie ihren Reichtum beweinen und nur allzu bereitwillig zu alten Tugenden und Regeln zurückkehren. Schon traurig, ne? So. Böhmens Dingerhammer, dann haben wir hier der heilige Adalbert. Wir lesen. Der heilige Adalbert. Hui. So bin ich jetzt aufgestanden? Ich möchte doch lesen. Der heilige Adalbert zum Bleistift. Nach dem Tod von Bischof Tietmar, dem ersten Bischof des Königreichs Böhmen, trat Wojtek von den Slavnikiden, bekannt als Adalbert, an seine Stelle. Dies geschah im Jahr des Herrn 982. Er rief sich die Worte seines Vorgängers in Erinnerung, der nicht selten darüber klagte, dass im gemeinen Volk viel Ungerechtigkeit vorherrscht, dass viel Weiberei unter den Adeligen und Blutfäden unter den Familien Verbreitung finden, dass keine Seele den Sabbat und andere heilige Tage ehrt und an ihrer Stadt Märkte abhält, dass Christen in die Sklaverei verkauft werden, dass sie in ländlichen Gegenden heidnischen Bräuchen großer Beliebtheit erfreuen. Und so beschloss er, es sich zur Lebensaufgabe zu machen, gegen solcherlei Frevel anzukämpfen. 5 Jahre lang bemühte er sich, diese Missstände aus der Welt zu schaffen. Doch er scheiterte und reiste ernüchtert nach Rom, um den Heiligen Vater um Rat zu fragen. Und dieser sprach zu ihm: Mein Sohn, wenn du nicht imstande bist, dein Volk zu führen, dann finde dich neu und versuche, zumindest dich zu retten. Daraufhin wollte er nach Jerusalem reisen. Doch es war ihm unmöglich, sich als gewöhnlicher Pilger auszugeben, da ihn seine Bischofsgewand verriet, dass er nicht abzulegen vermochte. Eines Tages entschloss er sich doch dazu und entlegte sich all seine Besitztümer, indem er sie Bedürftigen gab. Dann zog er sich für mehrere Jahre in ein Benediktinerkloster zurück. Doch auch dort musste er sehen, wie die Moral verfallen war und die Mönche ein beinahe weltliches Leben führten. Angewidert verließ er das Kloster und ergriff wieder den Bischofsstab. Um zumindest in irgendeiner Weise zu wirken, gründete er das Benediktinerstift Bräunau,
sowie einige weitere Klöster und lud Mönche mit strengen Moralvorstellungen ein, um dort zu leben und sich gänzlich Gott zu verschreiben, wie es die strengen klösterlichen Regeln vorsehen. Im Jahr des Herrn 995 ereilte seine Familie eine schreckliche Tragödie, als jeder Mann und jedes Kind in der Festungsstadt Liebitz ermordet wurde. Nur Adalbert blieb verschont, vielleicht weil er nicht dort war oder weil es niemand wagte, einem Bischof etwas anzutun. Böse Zungen behaupten, dass die Primisliden für dieses Massaker verantwortlich waren, um ihre Macht in Böhmen zu festigen. Andere gaben Adalbert selbst die Schuld, da er einem ehebrecherischen Weib, das den geflogenen Heiden zufolge hingerichtet hätte werden sollen, Asyl in seine Kirche gewährt hatte und so Schande über die Familie des Gatten brachte, die daraufhin auf Rache sann. Aber als sie ihn in Lübitz nicht antrafen, töteten sie stattdessen seine Familie. In Trauer und voller Zorn ließ Adalbert einmal mehr alles hinter sich und machte sich als Missionar Richtung Norden in das Land der heidnischen Preußen auf. Dort hoffte er, den christlichen Glauben verbreiten zu können, doch er stieß in der Bevölkerung auf Ablehnung und wurde mit Steinen und Stöcken begrüßt. Daraufhin zerstörte er ihre Götzen und hackte ihren heiligen Hain nieder, da sie von Bäumen knieten und diese als heilig erachteten. Als die Heiden dies sahen, töteten sie Adalbert und ließen ihn liegen, auf dass sich ihre Bäume in seinem Blut laben konnten. Es war Boleslav, der Tapfere, der die heiligen Überreste des Märtyrers nach Prag bringen ließ. Na, so kann es gehen. Weiter geht's. So, ein kleiner Augenblick. Der heilige Prokop. Abt Prokop, ein guter Tscheche mit außergewöhnlichen, leck mich doch fett. So, keine Ahnung, warum ich jetzt hier... der heilige Prokop. Abt Prokop, ein guter Tscheche mit außergewöhnlichem Wissen, war einst ein weltlicher Priester, der ein ehrenhaftes Leben in voller Hingabe zu Gott führte. Später, nachdem viel Blut im Königreich Böhmen vergossen worden war, begab er sich in Abgeschiedenheit weit weg von den Menschen, um von allem Irdischen und Unreinen gelöst zu sein. So konnte er ungestört in Isolation und Frieden innig zu Gott beten. Mit großer religiöser Inbrunst in seinem Herzen ließ er seine Frau, seine Verwandten, seine Freunde, sein irdisches Eigentum und sogar sich selbst zurück, um sich grundsätzlich dem Willen Gottes hinzugeben. Erfüllt von der Liebe zu Christus entfloh er den Irrungen und Wirrungen menschlicher Gemeinschaft und begab sich in die Wildnis, wo er sich unter dem Gewölbe einer verlassenen Höhle niederließ. Lediglich mit der Rüstung seines Glaubens und den Schwertern des Himmels bewaffnet, vertrieb er die Dämonen, die an diesem Ort hausten. Viele Jahre verweilte er in der Höhle, in denen ihn seine Tugenden vor Versuchungen und Unanständigkeiten schützten. Mit Gebeten, Fasten und Wachsamkeit knüpfte er rasch ein enges Band zu Jesus Christus. Durch die himmlische Gnade verbreitete sich Geschichten über den heiligen Prokop, woraufhin Menschen aus allen Winkeln der Erde ihn aufzusuchen begannen. Dieser reine, unverfälschte und besonnene Mann hörte sich ihr Bitten und Beichten an. So brachte er sie zum Glauben und bereinigte ihre Gedanken. Mit den vielen Geschenken, die man ihm brachte, baute er ein Kloster über seine Höhle. Zu Ehren der Jungfrau Maria und Johannes des Täufers berief er alsdann eine Zusammenkunft von einigen der frommsten Brüder in Christus ein. An der Seite seiner Brüder lebte er fortan ein frommes Leben mit strikten Moralvorstellungen und nach dem Grundsatz des heiligen Benedikt stellte er für sie klösterliche Regeln zur Verehrung Gottes auf. Als Prokop starb, fuhr er als Heiliger in den Himmel auf und seine sterblichen Überreste verblieben in der Höhle. Das Kloster hielt seinen Namen und trug daraufhin den Titel Benediktinerkloster des heiligen Prokop. Das ist sehr schön. So, dann haben wir noch den guten alten Wenzel. Jetzt steht er schon wieder auf, der Sack. Ah, es tut mir leid. So, jetzt wir hocken uns mal an einen anderen Tisch hier. Wird auch gelacht, dass das jetzt... Ich hoffe, dass das jetzt hier auch klappt. Der heilige Wenzel. Der heilige Wenzel. In Böhmen lebte ein Prinz namens Vratislav mit seiner Frau Trahomira. Sie schenkte ihm einen Sohn und sie gaben ihm den Namen Wenzel. Wratislav starb jung und so hatte nun Wenzel Anspruch auf den Thron. Doch aufgrund seines noch jungen Alters herrschte seine Mutter und seine Stelle an seiner Stadt und seine Großmutter Ludmilla kümmerte sich um seine Erziehung. Er hatte einen Bruder namens Boleslav, mit dem er gemeinsam aufwuchs, auch wenn sie nicht viel gemeinsam hatten. Durch Gottes Gnade lernte Wenzel lesen und schreiben. Er wurde sowohl mit Büchern als auch mit strengem Glauben erzogen und war geschickt im Umgang mit dem Schwert.
Aber vor allem sorgte er sich um Frieden und sein Land, das er liebte. Voller Güte kleidete er die Nackten, nährte die Hungernden, beschützte die Diener Gottes und ließ viele Kirchen erbauen. Er war ein Vorbild für sein Volk und ein Herrscher, der allen gegenüber großherzig war. Selbst seinen Feinden gegenüber, mit dem er immer unter guten Absichten verhandelte, sodass auch sie von seiner Frömmigkeit niederknieten. Er verherrlichte Gott vom ganzen Herzen und verbrachte unzählige gute Taten. Deshalb kam es nicht überraschend, dass der Teufel die Saat des Hasses in die Herzen vieler verdorbener Menschen einpflanzte und sie gegen Wenzel aufstachelte. Er verführte sie dazu, wie er so viele Verräter verführte, sich gegen ihren Meister aufzulehnen. Und so flüsterte sie Boleslav ins Ohr, dass sein Bruder vorhabe, ihn umzubringen. Boleslav, der diesen Worten Glauben schenkte, heckte aus Angst und Zorn den Plan aus, seinem Bruder Wenzel den Thron und das Leben zu nehmen. Er wusste, wann immer eine neue Kirche eingeweiht wurde, würde Wenzel dorthin gehen, um zu beten. Und so tat er es auch, als er am Festtag des heiligen Kosmas und Damian Boleslavs Burg betrat und der Messe beiwohnte, ehe er sich wieder auf die Rückreise nach Prag vorbereitete. Sein Bruder, der ihn aufhalten wollte, lud ihn zu Tisch, doch Wenzel lehnte ab. Früh am Morgen stand Wenzel auf und eilte zur Morgenmesse. Als er vor dem Kirchentor seinen Bruder antraf, sprach er zu ihm. »Bruder, gestern hast du uns gut gedient. Vom Teufel geleitet, antwortete Boleslav. Und jetzt werde ich dir noch besser dienen.« Nachdem diese Worte seinen Mund verlassen hatten, schlug er mit seinem Schwert auf Wenzels Kopf ein. Boleslavs Hunde stürzten sich ebenfalls auf ihn und gemeinsam mit ihrem Meister töteten sie Wenzel und ließen seinen zugerichteten Körper vor der Kirche liegen. So saß Boleslav nun auf seines Bruders Thron. Heute ist Wenzel ein Heiliger der Länder Böhmens. Man wendet sich in dunklen Zeiten an ihn und bittet ihn. Heiliger Wenzel, Schutzpatron unseres Landes, bete für uns. Ah, schön, ne? Schön, 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 sehr schön. Freue ich mich. Wir könnten eigentlich theoretisch auch noch einmal ein bisschen was lernen, ne? Ein bisschen was lesen. Wir verschieben mal das. So, der Mac, die kriegen wir auch mal. Der Stallknecht und die Gelehrten. Komm, weißt was? Die zwei nehmen wir noch mit. Und die zwei lesen wir jetzt noch. So, der Stallknecht und der Gelehrte. Schola, du elender Geselle, ich wäre nicht gern an deiner Stelle. Bist ärmer als eine Kirchenmaus und nimmst vom Prügelstock Reißaus. Schleppst dich im Elend durch die Welt und schuftest, weil's dir so gefällt. Doch magst du auch noch so malochen, reicht's Geld nicht mal fürs üppig Kochen. Kannst nichts als alte Lumpen säumen, von echtem Bett magst du nur träumen. So darfst du nachts am Herd dich betten, um dich vor Winters Frost zu retten. Und dennoch musst du dankbar sein, denn du bist nur ein Schreiberlein. Auf dir liegen für dich ein Segen, müsst sonst zum Vieh zur Erd dich legen. So zitterst du auf eisigem Grund, mit Klapperzähnen vom Froste wund. Doch schlafen wirst du eh nicht viel, es wartet schon der Federkiel. Wer bemerkt schon deinen Fleiß, bestimmt nicht wir, das faule Geschmeiß. Quäl dich nur weiter Tag ein, Tag aus, mir geht's besser, ich sag's dir frei heraus. Ich schlafe selig im Bett aus Stroh, ich bin meines Lebens froh. Wenn ich manchmal land im Dung, so weiß ich, das geht wiederum. Und Mühe macht die Arbeit kaum, ich halte den ganzen Stall im Zaum. Wische, reibe, Bürstelein, schon sind die Pferde wieder fein. Und hört mir zu, eins merke dir, die anderen haben Angst vor mir. Wir kommen Steignecht, wimmern sie, selbst der Meister beugte das Knie. Und wollen die Hühner in sich verstecken, kenne ich ein paar gute Ecken. In meinem Ranzen könnt ihr hausen, bis zum Abend, dann werde ich gut schmausen. Gerupft und gesotten in der Pfanne, ich höre schon des Feuers Klang. Und wenn ich esse die Hühnchen fein, dann denke ich an mein Schreiberlein.
Eins sag ich noch, weil's dich bewegt. Es stimmt nicht, dass mein Meister mich schlägt. Der Gelehrte zum Steig nicht. Ein Lump bist du, dem Steig gemessen. Wie oft gibt es bei dir zu essen? Bist mager wie beim Frost die Meisen. Selbst Bettler haben mehr zu speisen. Schaufelst dumm den ganzen Tag und sagst, jeder wie es mag. Doch in dir drin regt sich die Gier. Bist du doch nur ein dummes Tier. Wer faul ist, ja, der schaufelt Scheiß. Doch ich, Gott will's, ich lern mit Fleiß. Für Hirtenstab und Bischofszier, ich plag mich, doch ist's besser hier. Weil das Schicksal gnädig war, geh ich ins feine Seminar. Und bin alsbald dann an der Reihe und empfang die ersten Weihe. Wer's wagen will, mich noch zu kränken, sollte immer daran denken. Bald trag ich Roben, gültig, prächtig, bin Priester dann, Prälat und mächtig. Von der Kanzel sprech ich dann und du stehst unten, kleiner Mann. In stinkenden Lumpen Beingebet und schämst dich, weil nur Pax so lebt. Du Elendbote, böser Blut, böses Blut, Wesenbluts, begreife dies, es ist jetzt gut. Spart dir Schimpfe, spart dir's Fluchen, deinen Wert musst du noch suchen. Lass dir einen Ratschlag geben, willst du lang und glücklich leben, verlass den Stall und pöbel daneben. Huch, warte kurz. So, dann haben wir hier noch der Traum des Alchemisten. Bitte bleib auf. Ach, ist das ein schönes Bildchen. Das ist ein schönes Bild aber, ne? So, Inventar auf. Der Traum des Alchemisten. Ruhe und Frieden daheim. Genug Quecksilber und ein Überfluss an Blei. Zeit, Gold zu machen. Ach, lernen können wir das? Wie lange möchte ich lernen? Ja, 4 Stunden, ne? Passt. Cool. Ich kann wieder was gelernt, ne? Sehr geil. Also es lohnt sich tatsächlich, die ganzen Bücher zu lesen. Sehr interessant, gerade mit den Heiligen. So, Fortschritt zu 100%. Das ist sehr schön. Vielleicht bekommen wir da nochmal einen extra Punkt, was die Alchemisten angeht. Du hast verbessert Alchemie. Gratuliere. Besser als nie. So. Ja, sehr geil, ne? So, haben wir hier überhaupt noch was? Ne, hier haben wir nichts, deswegen steigen wir auf. Und wir könnten theoretisch pennen. Machen wir aber nicht, denn es schaut gut aus hier. Den Steigenknecht hauen wir wieder rein. Den hauen wir wieder rein. Sehr schön. Billiger Wein haben wir hier. Komm, weißt du was? Ach nee, das ist uns das. Okay, hier haben wir alte Stiefel. Altes Hemd, Arbeitsstiefel, Axt. Böhmens sündhafte Moral. Wir müssen das mal hier wirklich. Obwohl wir könnten beim Schmied, könnten wir hier sicherlich was verkaufen, ne? Ja, Freunde, komm, wir nehmen mal. So, dann gucken wir mal, ob wir hier tatsächlich das ein oder andere verkaufen können, gewinnbringend. So, da müssen wir halt jetzt nur mal unseren Gaul rufen. Ich habe gesagt, da müssen wir nur mal unseren Gaul rufen.
Und da ist er schon. In diesem Sinne, liebe Freunde, machen wir hier eine Folgenpause. Denn wir haben jetzt auch schon, 5 Minuten wieder rum. Quatsch. 35 Minuten haben wir schon wieder verbracht hier heute. Waffenschmied, wir setzen hier den Marker, liebe Freunde. Und reisen dann. Wie gesagt, morgen zum Schmied. Versuchen ja, da mal ein bisschen was zu verkaufen. Und dann... Ach, weißt was. Machen wir jetzt gleich, aber können wir jetzt nicht gleich machen, ne? Wer ist da? Ich bin's. Ich bin's. Blöde Nudel. So. Hier haben wir den Schmied, aber da machen wir hier doch eine Folgenpause. Denn wir müssen warten, bis er da ist. Ich denke mal, in 2 Stunden wird er da sein, in diesem Sinne. Trotzdem vielen Dank fürs Einschalten. Und bis zum nächsten Mal bei Kingdom Come Deliverance. Macht's gut. Servus.